Servus zusammen, mein Name ist Raging Raptor und ich begrüße euch zu einem neuen Guide. Und zwar heute schauen wir uns die Union-Mission fürs 279 an. Das ist Teil 1 einer fünfteiligen Episode über die verschiedenen Missionen zum 279. Denn es gibt einen Weg, wie man sehr schnell an das 279 rankommt, aber dafür muss man zuerst mit sich überlegen, welche alle Missionen man denn überhaupt machen möchte. Es ist wichtig zu wissen, dass für die Union alle Fahrzeuge von Stufe 8 und höher von dem russischen und vom chinesischen Tech-Tree funktionieren können. Und ich möchte anmerken, viele dieser Missionen sind nicht unbedingt skillbasierend, aber eher glückbasierend. Und sehr wichtig auch, je mehr Fahrzeuge ihr habt, desto einfacher werden viele von diesen Missionen. Und zu guter Letzt, ich finde diese Missionen allgemein waren immer ein bisschen stressig. Einfach aus dem Grund, wenn man gewusst hat, fuck, jetzt habe ich verkackt diese Runde und in der nächsten Runde muss ich unbedingt das und das und das hinkriegen, damit ich nicht wieder von vorne anfangen muss. Aber das ist soweit das Intro und schauen wir uns jetzt mal die erste Mission an. Nun, die erste Mission ist eigentlich gar nicht mal so fair. Ihr müsst im Durchschnitt von 5 Gefechten insgesamt 2000 Assistenzschaden machen oder Spotschaden bzw. D-Track-Schaden. Das heißt also, an und für sich müsst ihr innerhalb 5 Gefechten 10.000 bzw. 12.500 Spotschaden machen, wenn ihr noch mit Honors geht. Hier kann ich euch nur empfehlen, probiert ein leichtes Fahrzeug zu fahren. Und ihr habt ja 5 Gefechte, da würde ich euch einfach empfehlen, probiert so lange zu resetten, bis ihr im ersten Gefecht 5000 Spotschaden mal gemacht habt. Und hier ist ja wichtig, es ist egal, welcher Spotschaden gezählt wird. Es wird D-Track-Spot sowie aber auch normaler Spot gezählt. Und eben, diese Mission ist wieder eine dieser, wo es wirklich darum geht, Glück zu haben. Und ja, einfach resetten, bis ihr vielleicht auf einer Runde Poco oder Mali mit eurem TR100 LT, den würde ich euch wirklich empfehlen, weil je höher das Tier ist, desto mehr HP sind meistens unterwegs und desto einfacher wird diese Mission. Und eben zum Beispiel auf Poco oder Mali landet und ihr ein Gefecht habt, wo ihr 5000 Schaden gemacht habt oder Spot-Schaden gemacht habt. Natürlich, ihr könnt auch eben Glück haben und das in einer Runde machen, wenn ihr 10.000 bzw. 12.500 macht über alle 5 Gefechte hinweg. Mission 2, die ist eigentlich, sieht sie extrem schwierig aus. Ihr müsst in 3 Gefechten in Folge zweimal so viele Schaden machen, wie ihr HP habt oder sogar dreimal so viel, wenn ihr es mit den Honors, Honorierungen beenden möchtet. Und das ist wirklich schwierig, wenn man nicht outside the box denkt. Denn ich habe das probiert mit TDs zu machen. ISO, so 130 PM war mein Go-To-Fahrzeug. Ich war immer so close, das zu machen, aber dann immer in der dritten Runde hat es gescheitert. Und hier muss ich sagen, auch wenn ich Arty bis zu Tode hasse, nur durch Hilfe meines Kollegen, der gesagt hat, ja, spiel doch Arty, habe ich diese Mission gemacht und die ist wirklich super einfach. Als Vergleich, das 261, ne? Ihr müsst für die Zweitkondition, also für die Verschwerung dieser Mission, 1530 Schaden pro Runde machen. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts. Vor allem, wenn ihr mit einem Schuss im Direct Hit schon 320 Schaden machen könnt. Und wenn ihr nicht auf die Sekundärmission geht, sondern nur die Primärmission machen möchtet, dann sind das 1020 Schaden. Und das ist wirklich super, super einfach. Hier würde ich euch einfach empfehlen, vielleicht die Karten wie Ensk und ja, Himmelsdorf vielleicht auf der Blockliste zu setzen. Diese Mission kann auch ziemlich gut funktionieren mit der Su-14-2, weil sie auch sehr wenig HP hat. Und man, ja, das Problem ist halt einfach, dass ja jetzt dieser schöne Baum rüber zu Su-14-2 leider nicht mehr existiert. Also ihr müsst mindestens die Su-14-2 erforscht haben, um bei diesen Missionen gut mitarbeiten zu können. Aber wirklich Mission 2 sollte nicht schwierig sein. Mission 3, die ist eigentlich aus dem Prinzip her auch nicht schwierig. Ihr müsst in 10 Gefechten 15 bzw. 20 Kills machen. Und wie macht ihr das ganz einfach? Ihr spielt Platoon. Punkt. Ende der Diskussion. Ich würde euch wirklich empfehlen, entweder 9er oder 8er Platoons zu fahren und vielleicht Fahrzeuge wie IS-3A, Defender bzw. auch die Doppelbarrel Tanks oder Doppelgeschützpanzer wie IS-22s, Objekt 37, IS-32. Vor allem bei den Doppelbarrels ist ja nice, dass ihr eigentlich noch einen zweiten Versuch habt, wenn ihr jetzt den ersten Schuss einen Klingshot bounced. Und hier bei dieser Mission ist wirklich, wirklich ganz wichtig. Ich empfehle euch, resettet so lange, bis ihr in der ersten Runde mal 5 Kills oder so gemacht habt. Ihr könnt natürlich auch auf Risiko gehen und sagen, ja, 2 Kills reichen mir und dann probieren wir es mal weiter. Aber
Schlussendlich, ich habe so gemacht, ich habe so lange resettet, bis ich in der ersten Runde eine ordentliche Anzahl Kills hatte. Bei mir waren es, glaube ich, 6 oder sogar 8. Und dann war eigentlich die Mission schon Peanuts, weil, ja, weiterhin im Platoon-Buddy sagt ihr, yo, hilf mir doch, sag mir, wenn du gerade einen Killshot hast, spielt mit ihm zusammen. Und das ist dann ist das wirklich eine sehr einfache Mission, die einfach ein bisschen Kollegen braucht und ein bisschen Hirnschmalz, eben, dass ihr euch ein bisschen gegenseitig austauscht. Mission 4. In der müsst ihr innerhalb 5 Gefechten einen durchschnittlich 8 Schüsse geblockt haben. Das ist eine ziemlich blöde Glücksmission. Wieso ist denn das eine Glücksmission? Einfach aus dem Grund, einerseits müsst ihr probieren, Top-Tier zu sein. Ne? Ihr fahrt eine Stufe 10er, ihr hofft darauf, dass ihr ein Top-Tier seid, damit ihr einfach so viele Schüsse wie nur möglich bouncen könnt. Ihr fahrt einen 8er, ihr hofft, dass ihr Top-Tier seid, dass die meisten 6er und 7er an euch bouncen. Ich persönlich habe die Mission eigentlich wirklich nur aus Glück gemacht. Ich habe den KV-5 probiert, war Top-Tier und hatte einen der schlechtesten Jagdtiger 8-8-Fahrer vor mir, der nicht gewusst hat, wo er hinschießen muss, der nicht Gold geschossen hat. Und dann war diese Mission, glaube ich, nach 2 Runden dann auch schon vorbei. Weil schlussendlich müsst ihr, um diese Mission fertig zu kriegen, müsst ihr an und für sich, ja, 40 Schüsse blocken in 5 Runden. Und ja, das ist nicht, es ist mühsam, aber es ist nicht unmöglich, ne? Und eben auch hier empfehle ich euch, guckt, dass, wenn ihr nicht so Glück habt mit der ersten Runde, dass ihr höchstwahrscheinlich in der ersten Runde vielleicht 16 bis 20 Schüsse geblockt habt, ansonsten resettet einfach wieder, weil es bringt euch nicht, dass ihr jetzt da viel, viel Zeit verliert und wegwirft. Panzer, die ich euch dort empfehlen kann, sind unter anderem natürlich Defender, KV-5, IS-7, Objekt-268, WSN-4, sowie das Objekt-263, vielleicht jetzt auch der KV-4 mit dem Buff, IS-4 natürlich auch ST-1, aber ich persönlich habe es mit dem KV-5 gemacht, aber eben angemerkt, es war sehr, sehr glücklich, da ich einen Vollidioten im Gegnerteam hatte, der nicht wusste, wo er hinschießen sollte. Union 5. Diese, ja, seid in 3 Runden in Folge Top 3 von den Spielern in diesem Gefecht vom Schaden her. Das ist eine reine Skill-Mission. Punkt. Also, da müsst ihr einfach zeigen, dass ihr an und für sich auch 3 marken könnt, weil hier geht es wirklich nur darum, gut zu performen. Ich weiß nicht mehr, mit welchem Fahrzeug ich das persönlich gemacht habe, aber hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, fahrt ein Fahrzeug, das ihr wirklich gut könnt und fahrt auch ein Fahrzeug, das im Russen- und Chinesenbaum bekannt ist, dass es wirklich gut auch auf Damage gehen kann. Also Fahrzeuge wie zum Beispiel 907, ein Fahrzeug wie 140er, Fahrzeug wie 2684, WZ111-5A oder 277. Sucht euch eines dieser Fahrzeuge aus, mit denen ihr wirklich gut umgehen könnt und hofft einfach darauf, dass ihr auch ein bisschen Glück habt. Eben, es ist wieder Glück, dass natürlich nicht im Gegnerteam ein super Hardcore-Carry war, wenn ihr jetzt natürlich nur Top 3 von eurem Team wart im Schaden, weil das macht natürlich auch dann die Mission kaputt. Punkt ist schlussendlich ja. Glück haben, Fahrzeuge fahren, mit denen ihr wirklich gut könnt und dann wird diese Mission auch ohne Probleme gehen. Mission 6 ist wieder auch eine Glücksmission und eine Mission, da kann ich euch nur empfehlen, spielt wieder im Platoon. Ihr müsst Kills machen. In 3 bzw. 4 von 7 Gefechten müsst ihr die meiste Anzahl an Kills haben, bzw. Minimum 2 Kills machen. Also eben, hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, spielt wieder im Platoon und leecht so viele Kills, wie es nur geht. Wenn ihr im Triple Platoon seid, super geile Sache. Da könnt ihr auch mit dem Medium das machen. Ne? Zum Beispiel Triple Platoon T44-100 oder T54 oder so. Und einfach rein da in die Olga und sie geben euch die Kills. Punkt, Ende der Diskussion. Wichtig ist hier auch, ich würde euch empfehlen, resettet so lange, bis ihr in drei Gefechten zweimal die Kondition hattet oder in 4 Gefechten zweimal die Kondition hattet, weil dann habt ihr immer noch 3 Versuche, um dann die letzte, das letzte Gefecht da hinzukriegen, damit ihr auch diese Condition dann schlussendlich hinkriegt. Wichtig ist aber, freut euch nicht zu früh. Wenn ihr 6 Kills habt und ein anderer Dude 6 Kills habt, dann zählt diese Mission nicht, weil ihr nicht der Top-Spieler seid in eurem Team mit den Kills. Ne? Das ist halt wirklich ein bisschen blöd. Mission 7, das ist die reinste Akku-Akku-Mission. Wieso? Ihr müsst Schaden, interne Module zerstören und Crewmember töten in 3-mal in 3 Runden in Folge. Und das ist super mühsam. Ich habe mit Phil das besprochen, er meinte, ja, hat es mit Arti gemacht. Ich habe es probiert mit Arti, mit 261 und 212, hat nicht funktioniert bei mir nach etwa 20 Gefechten. Dann habe ich mich wieder zurückgesetzt auf das Objekt 268 Version 4, habe HE-Only geladen und hatte einfach dann mal ein bisschen Glück. Wieso? Hey, ab und zu,
das ist Reinses Anschub. Ab und zu kann es sein, dass ihr jemandem 500 Schaden drückt und ihr macht kein internes Modul kaputt. Andererseits kann es sein, dass ihr dann irgendwie 3 interne Module mit 300 Schaden kaputt macht. Und eben, hier ist wichtig, nehmt ein Fahrzeug wie das 2684, nehmt ein Fahrzeug wie das 705A und spammt HE wie der größte Bonobo. Und genau deswegen, der Witz wegen Aquaco. Es hilft euch wirklich nur und es ist eine mühsame Mission. Es ist wirklich eine frustrierende Mission. Hier gibt es nichts anderes zu sagen, einfach Glück haben und hoffen, dass ihr vielleicht auch mal was pennt mit eurer HE. Bei mir war es ein Waffenträger auf Panzer 4, den ich mit dem WT, glaube ich, gepennt habe. Nicht mit dem Objekt 2684 gepennt habe. Und das hat mir dann schlussendlich auch ein bisschen die Mission gerettet. Aber bitte Leute, diese Mission ist scheiße. Jeder hatte das Problem. Einfach durchbeißen und Daumen drücken, dass ihr Glück habt. Nummer 8. Diese Mission ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ihr müsst in 7 bzw. 10 von 10 Gefechten die Fire for Effect Medaille kriegen. Was ist denn diese Medaille? Einzig und allein, sie besagt aus, mach so viel Schaden, mindestens so viel Schaden, wie du Strukturpunkte hast. Boom. Wow. Super schwer. Würde ich jetzt mal sagen. Also, die Mission, da kann ich euch nur empfehlen, benutzt was wie ein TD, also ISU, 152 funktioniert sicher gut, Objekt 704 funktioniert sicher gut. Ich würde hier wirklich eher 8er TDs empfehlen, zum Beispiel auch die 230 PM sollte gut funktionieren. Da braucht ihr ein bisschen mehr als 2 Schüsse, um diese Mission zu machen. Und das sollte eigentlich wirklich nicht ein großes Problem sein. Punkt ist, diese Mission könnt ihr leider nicht cheaten mit Arti, weil Arti diese Medaille nicht kriegen kann. Und wenn ihr denkt, ja, es ist vielleicht doch nicht ganz so schwierig, einfach, ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr wirklich denkt, ihr habt da vielleicht Probleme, guckt und resettet so lange, bis in den ersten 5 von 5 Gefechten diese Medaille kriegt, weil dann habt ihr nochmal 5 Versuche, um zweimal das hinzukriegen und dann sollte es ziemlich safe sein. Aber die Mission, die sollte euch wirklich keinen Magengrummeln machen. Fahrt TDs und dann sollte das echt kein großes Problem werden. Mission 9. Und diese ist wieder eine Platoon-Mission. Da geht es eben darum, macht drei Kills in 2 Runden in Folge, beziehungsweise macht 4 Kills in 2 Runden in Folge. Und ja, eben, hier Doppelrohrer ist sicher nicht eine schlechte Idee. Platoonieren, ganz, ganz wichtig, damit ihr Kollegen habt, die die Schüsse für euch tanken, beziehungsweise die Leute für euch runterschießen. Und eben im Platoon macht das Spiel eher mehr Spaß. Oder auch Fahrzeuge wie Orbit 140er sind definitiv nicht schlecht, weil die halt eine sehr, sehr schnelle Schusskadenz haben. Heißt also, wenn ihr einen Schuss verkackt oder so, habt ihr wieder einen zweiten Versuch. LP432 funktioniert auch super gut, ist eh ein super starker Premium. Also, what gives? Mission 11 ist wieder ein bisschen eher eine Glücksmission. Ihr müsst in 10 Gefechten 15.000 bzw. 17.000 Schaden blocken. Und eben, das ist halt wieder Fahrten IS-4, Fahrten ST-1, Fahrten KV-4, Defender KV-5, Objekt 268 Version 4, IS-7 und habt einfach ein Glück. Und da würde ich auch empfehlen, resettet so lange, bis ihr in der ersten Runde 4.000 bis 5.000 Schaden geblockt habt. Hier habt ihr wirklich kein Limit oder so, eine Restriction, wo ihr mindestens so viel Blockschaden machen müsst. Und damit soll das wirklich nicht ein großes Problem sein, würde ich sagen. Guckt einfach eben so lange die Mission neu starten, bis ihr am Anfang halt wirklich 4.000, 5.000 Schaden geblockt habt, weil eben ihr müsst ja im Durchschnitt 1.500 bzw. 1.700 Schaden blocken, damit ihr das dann durchgeht in diesen 10 Runden. Mission 11, die ist jetzt ein bisschen interessanter, weil da müsst ihr jetzt euch überlegen, ja, was für Fahrzeuge wollt ihr denn nehmen? Das Ziel ist, in 10 Gefechten einen Durchschnitt von 8 Schüssen zu penetrieren, beziehungsweise 12, wenn ihr dann für die Zweit-Sekundärauftrag gehen wollt. Und wichtig ist, ihr müsst mindestens 5 Schüsse penetrieren, dass es überhaupt gezählt wird. Eben, das geht halt darum, dass ihr nicht zum Beispiel am Ende super nah dran seid und dann die letzte Runde verkackt, obwohl ihr irgendwie nur noch 4 Schüsse gebraucht hättet. Ne? Hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, Fahrzeuge, die niedrigen Alpha haben. Also Objekt 140, T-62 Alpha, K-90, das sind alles Fahrzeuge, die wirklich gut in diese Mission machen können. Denn, und das könnt ihr auch super einfach auch nur für sich ausrechnen, ihr müsst pro Runde im Durchschnitt mit dem 140er 2560 Schaden machen. 320 mal 8. Ne? Oder mit dem LP432 sind es dann 1440 Schaden. Und da würde ich jetzt einfach sagen, ja, komm Leute, diese Mission ist wieder einfach eine Mission, die sollte nicht zu schwierig sein.
Und da kann ich euch nur empfehlen, wieder neu starten, solange bis ihr im ersten Gefecht eine Runde habt, wo ihr vielleicht 16 Schüsse gepennt habt oder vielleicht, sagen wir mal so, eine 4000 oder ja, 4000 Schadenrunde gemacht habt oder so. Das kriegt ihr auch mal hin. Und dann habt ihr ein bisschen Spatzigen oder habt ihr ein bisschen Platz, einen Puffer oder wie man im Schweizerdeutschen sagt, Spatzig, um da, wenn eine Runde nicht so gut läuft, dass ihr die eben kompensieren könnt. Das ist allgemein so das Mantra von all diesen Missionen anyway. Aber eben 140er, LP432, LTTB, das sind alles Fahrzeuge, die gut für diese Mission geeignet sind. Fahrzeuge wie IS-7, Fahrzeuge wie 2684 und so, überhaupt nicht geeignet. Und Arti natürlich auch nicht, weil ihr müsst ja penetrieren, nicht splashen und so. Das ist auch ganz wichtig. Die nächste Mission, Mission 12, ist eine Mission, die wiederum eine Scout-Mission ist, eine reine Scout-Mission an und für sich. Gut, man kann es auch mit Mediums machen, denn ihr müsst in 7 oder in 10 Gefechten müsst ihr insgesamt 7 Leute spotten oder detracken, die dann von eurem Team zerstört werden. Und eben, es ist eine reine Scout-Mission, Leute. Sorry, aber es ist so. Habt eine super geile Runde auf Prokhorovka oder Malinovka in eurem T100LT, in eurem LP432, in eurem T54 Lightweight, in eurem WZ132, wenn ihr den überhaupt fahren wollt. Das Ding ist scheiße, aber es würde funktionieren. Und dann habt ihr eigentlich diese Mission schon in der Tasche. Phil meinte, er hat diese Mission in einem Wolfpack gemacht mit dem T54 und da ging es halt einfach drum, da müsst ihr ein bisschen mehr geskillt sein, ihr müsst ein gutes Aim haben, dass ihr den Gegner detracken könnt und dann eben eure Platoon-Mitglieder, die euch vorhin die ganzen Kills gegeben haben, dürfen jetzt die ganzen Kills schnorren, ne? Und dann habt ihr eigentlich diese Mission auch fertig. Insgesamt kann ich euch hier auch nur empfehlen, ihr habt 10 Runden Zeit, guckt, dass ihr vielleicht in der ersten Runde 3 bzw. 4 Leute gespottet habt und die zerstört worden sind, damit ihr auch wieder so einen Puffer habt. Und dann ist diese Mission wirklich super einfach. Nach einer ziemlich einfachen Mission kommt eine ziemlich wuteinflößende Mission. Union 13 ist, ihr müsst in 12 Gefechten 2 Top Gun Awards haben oder Kriegermedaillen kriegen. Das heißt eigentlich, umgeschrieben ist diese Mission ganz einfach. Macht in 11 Gefechten einen Krieger. Wieso? Tipp Nummer 1. So lange wiederholen oder so lange neu starten die Mission, bis ihr das erste Mal einen Krieger habt. That's it. Und dann habt ihr 11 Runden Zeit, um diesen zweiten Krieger dann hinzukriegen. Hier Panzerempfehlung. Definitiv im Platoon wieder. Ihr müsst Kills schnorren. Ihr müsst so viele Kills schnorren, wie es nur geht. Ich bin da am Ragen gewesen in der Mission. Ich habe auch ein paar Leute zusammengeschissen, habe mich aber noch nachher sofort entschuldigt, weil die Mission hat mich zur Weißglut gebracht. Wir haben es mit IS-3A probiert. Wir haben es mit Defender probiert und das war immer so ein Schuss daneben, um diese Mission fertig zu machen. Ich habe es dann schlussendlich mit einem Kollegen gemacht. Er hat Prosciutto gefahren, ich LP432 und das war ein Breeze. Eben Prosciutto, ihr wisst, super starkes Clip-Potenzial. LP432 kann als Medium gespielt werden. Habt ein gutes Matchup, habt ein bisschen Glück und dann ist diese Mission wirklich in der Tasche. Punkt ist, ihr müsst so anschauen, ein Krieger in 11 Runden oder 2 Krieger in 11 Runden. Ne. Weil ihr müsst so lange die Mission neu starten, bis ihr den ersten Krieger im ersten Gefecht habt. So, Mission 14, das ist wieder eine reine Arti-Mission. Also es ist die zweite reine Arti-Mission von diesem ganzen Baum an und für sich. Oder von dieser Missionskette. Und ihr müsst in 10 Gefechten insgesamt 80 Fahrzeuge stunnen. Oder 90 Fahrzeuge. Und glaubt mir, Leute, die Mission, die kann ein bisschen frustrierend sein, weil ihr müsst artig spielen, aber sie ist wirklich nicht schwer. Gold-HE laden, Ensk und Himmelsdorf blocken, Großgefechte anschalten und einfach resetten, bis ihr in der ersten Runde, sagen wir es mal so, 16 Leute gestunt hat. Und hier, das Schöne ist an dieser Mission, sie trainiert euch, actually nicht ein scheiß artig Spieler zu sein. Schießt in Gruppen rein. Ein Schuss, der 3 Leute stunt, oh! Macht das 3-mal und ihr habt schon an und für sich die Mission für diese Runde hingekriegt. Ihr müsst ja insgesamt wirklich 80 Leute oder 90 Leute dann in diesen 10 Runden, aka 8 bzw. 9 Fahrzeuge pro Runde in diesen 10 Runden. Wirklich, das ist eine super einfache Mission. Einfach auch wieder wiederholen bis oder neu starten, bis ihr in der ersten Runde 12 bis 16 Leute gestunt habt. Und ein bisschen Map-Glück haben und eben Großgefechte anmachen, dann sollte das nicht eine schwierige Mission werden. Ihr braucht halt einfach Arti. Hier noch, wenn ihr denkt, boah, ich habe keinen Bock 261 zu erforschen, scheiß Szene Arti, verständlich, aber ich muss eine Arti haben, dann nehmt beim Partybus bei der Su-14-2, nehmt eher die kleine Gun. Schnellere Schusskadenz heißt also, ihr habt eine höhere Chance, mehr Leute gleichzeitig zu stunnen. Und das ist eben wichtig, ihr könnt ja jedes Fahrzeug mehrmals stunnen. Also, sagen wir es mal so,
ihr habt die dicke Kanone auch drauf, die 40 Sekunden nachlädt und ihr splasht vielleicht zwei Leute, toll, in einem Schuss. Und mit der anderen Kanone könnt ihr habt ihr vielleicht 15 oder 20 Sekunden Nachladezeit und könnt auch zwei Leute stunten, ne? Dann habt ihr beim einen Schuss, in 40 Sekunden habt ihr zwei Leute gestunt und in 40 Sekunden habt ihr vier Leute gestunt. Oder? Das müsst ihr euch auch selber noch ein bisschen überlegen, wie ihr es dann ganz genau machen wollt. Und zu guter Letzt haben wir Union 15. In 3 von 20 Gefechten müsst ihr mindestens ein Panzerklasse 1 hinkriegen. Oder in 3 von 20 Gefechten ein Ace-Wanker. Diese Mission kann abschreckend wirken, aber es kann funktionieren. Hier kann ich euch wirklich nur empfehlen, probiert Fahrzeuge zu fahren, die nicht gerade populär sind. Also Fahrzeuge wie LTTB, KV-4, IS-152 sind alles Fahrzeuge, die nicht gerade populär sind und trotzdem viele Leute haben, weil es Tech-Tree-Fahrzeuge sind. Also wenn es probiert mit dem T-44-100, könnte das schwierig werden. Und ja, hier auch wieder probiert zu resetten. Ich würde euch empfehlen, guckt, dass ihr vielleicht in den ersten 5 Gefechten oder so diese 2 erste Klasse habt oder sagen wir es in 10 Gefechten 2 erste Klasse habt. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, dann resettet einfach. Dann startet nochmal neu. Neues Blatt von vorne. Weil dann habt, wenn ihr es so macht, dann habt ihr eigentlich immer noch 10 Runden Zeit, nochmal eine erste Klasse hinzukriegen. Persönlich, ob ihr jetzt im Platoon spielen wollt, müsst ihr selber wissen. Schlussendlich können auch gute Platoon-Buddies euch teilweise Schaden wegnehmen, was zum Beispiel beim Scout ziemlich mühsam sein kann. LTTB eben kriegt extrem viel XP durch Schaden selber. Aber ja, das müsst ihr dann halt euch wirklich selber fragen, wie ihr es dann machen wollt. Aber es sollte nicht ein großes Problem sein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, Fahrzeuge wie T-34-2 können da funktionieren, WC-120 können funktionieren. 110er eventuell auch, aber auch der WC-132. So, das war's. Das war mein Guide zu den Unionsaufgaben fürs 279. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr weiterhin up-to-date seid mit den neuesten World of Tanks und Warfare-Informationen sowie zu den neuen Teilen dieser Guides. Der nächste Guide wird dann über die Allianz sein. Nicht über die Allianz, über die Block, also die Deutschen und die Japaner. Das sind auch die Missionen, die ich alle gemacht habe für mein 279. Danach geht es dann weiter mit Allianz und dann Coalition. Und zu guter Letzt, am Ende zeige ich euch dann noch, wie man an und für sich das 279 mit nur einem Missionsbaum hinkriegen kann. Mein Name ist Raging Raptor, danke euch fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video. Cheers, Leute.